Die Kollegen aus der Redaktion haben dankenswerterweise einen Ausschnitt gefunden aus einem Fernsehinterview Putin 2021. Er im Gespräch mit einer Kollegin, mit einer Moderatorin im russischen Fernsehen. Und wenn man sich das mal anschaut, 21 im Juni, glaube ich, war es, da war Wahlkampf hier in Deutschland. Und man hätte zuhören müssen. Bitte schön. Руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины явно не дружественное к нам. Это совершенно очевидное дело. Иначе трудно было бы объяснить проект закона, который сейчас внесен президентом в Раду, а именно о коренных народах, где русский народ объявляется некоренным на этой территории. Ну, это вообще просто уму непостижимо. Это, понимаете, испокон веков здесь жили русские люди, теперь они объявляются там некоренными. Что это так, к чему это приведет? Это приведет к тому, что часть людей может уехать. Но куда ехать-то? Квартира, значит, работа и так далее. Тогда будут вынуждены переписываться, что они чувствуют себя людьми второго сорта. Это приведет сокращению общего числа русских. Это, знаете, сопоставимо так по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия. Erst vielleicht Frau Sasse. Ich meine, dieselben Vokabeln, Massenvernichtungswaffen, der jetzt auch wieder benutzt, fast wortgleich. Die seltsame, diese krude Begründung über diesen Genozid, der da angeblich irgendwo in der Ukraine stattfindet und von dem auch Kolleginnen, wir hatten gestern Frau Botha hier, eine Kollegin von der Zeit, die sagt, man muss es immer wieder so deutlich sagen, diesen Genozid gibt es nicht. Der findet schlicht und ergreifend nicht statt. Das heißt, hat man da einfach, kannten Sie diesen Ausschnitt? Ich kannte diesen Ausschnitt nicht, aber er hat es auch nicht nur zu diesem Zeitpunkt so gesagt. Also er hat es immer wieder gesagt und ich glaube, dazu gehört auch, wenn wir sagen, wir haben da nicht genau hingehört. Ich glaube, wir haben das schon gehört, aber es richtet sich hier noch vor allem an die eigene Bevölkerung, genau, an die eigenen Eliten. Also wir haben das als einen Diskurs verstanden, der vor allem nach innen legitimieren soll und das funktioniert auch und hat funktioniert. Und wir wissen eben auch heute nicht, wir sehen Proteste in Russland, aber wir wissen auch, dass die Nachricht seit Jahren über die Staatsmedien ist, dass auch die Konfrontation vom Westen ausgeht, von den USA ausgeht, von der NATO ausgeht. Das sagen auch Leute heute noch in Russland. Nur es wird jetzt gebrochen durch diese Proteste, dass wir nicht mehr genau wissen, ob diese Meinung sich erhalten wird. Aber wir müssen das uns in dem Kontext vorstellen, dass in Russland Außenpolitik ist Innenpolitik, Innenpolitik ist Außenpolitik. Das ist eng miteinander verwoben. Und diese Botschaften waren zu dem Zeitpunkt vor allem nach innen gerichtet. Aber natürlich haben wir sie gehört. Und man hätte eine, wie wir eben schon gesagt haben, auch eine kohärentere Politik demgegenüber entwickeln müssen. Ich glaube auch, es ist wirklich auch ein Problem der Vorstellungskraft bei sehr vielen Europäern und Europäerinnen. Ich höre das oft, ja, wenn da die halbe Bevölkerung auf der Straße steht, sehr, sehr viele Menschen wie in Belarus, dann kann sich ein Diktator nicht halten. Mhm. Und ich denke dann immer, 1956 Ungarn, war die gesamte Bevölkerung dafür, damals hat ein Reformkommunist Ungarn Neutralität verkündet. Zunächst gab es Straßenschlachten in Budapest und die sowjetische Armee, die Panzer haben sich zurückgezogen und dann kamen sie nochmal. Und dann haben sie tausende Leute in der Stadt umgebracht, 35.000 Menschen verhaftet, die politische Führung exekutiert. Und dann war jahrzehntelang Ruhe, der Prager Frühling. Da gab es die gesamte Bevölkerung, war gegen den Einmarsch der russischen Truppen. Aber mit Gewalt wurde für Jahrzehnte eine Friedhofsruhe geschaffen. Und dieses Prinzip, dass manche Herrscher einfach so brutal sind und so unverfroren lügen. Natürlich gibt es keinen Genozid. Der Präsident der Ukraine hat jüdische Wurzeln, ist russischsprachig, Muttersprache russisch. Das haben Sie ihm vorgeworfen im Wahlkampf. Das Absurde ist, Der musste erst mal ukrainisch lernen, ne? Ja, ich glaube, es geht gar nicht darum, Leute zu überzeugen. Also wenn man heute George Orwells 1984 liest, die Funktion dieser Rhetorik ist es ja nur zu sagen, Krieg ist Frieden, Schwarz ist Weiß, es gibt keine Wahrheit, keiner weiß irgendetwas, aber der Staat bestimmt, was öffentlich gesagt wird. Und der Widerstand, den gab es immer. Die Proteste 2011 in Moskau, die Proteste, als Nawalny verhaftet wurde. Aber wir unterschätzen, wie weit politische Führer wie Wladimir Putin, Slobodan Milosevic in den 90ern auf dem Balkan, wie weit sie bereit sind zu gehen und am Ende
muss, das, was sie stoppen wird, wird nicht der Protest auf den Straßen sein. So mutig, das ist unglaublich. Mhm. Also dieser Mut, jetzt auf die Straßen zu gehen und seine Existenz zu riskieren. Aber das, was sie stoppen wird, muss Druck von außen sein, der in den Eliten dazu führt, dass die, die Putin im Fernsehen wie Schuljungen abgekanzelt hat, wenn sie nicht sofort das gesagt haben, was er wollte, der Chef seines Auslandsgeheimdienstes. Der Chef des SWR, ja, haben wir gestern gezeigt, des Auslandsgeheimdienstes. Dass diese Eliten am Ende erkennen und den Mut haben und da Brüche entstehen, weil sie sagen, der führt uns ins Verderben. In den Abgrund. Und dafür waren die letzten Jahre von westlicher Sicht katastrophal. Weil Putin konnte sagen, schauen Sie her, die ganzen westlichen Eliten, sie arbeiten mit mir, sie laden mich ein, sie machen Geschäfte. Seine Elite, die Oligarchen, die hatten ihre Kinder alle in Schulen in der Schweiz, in England, sie haben dort Villen gekauft. Man hatte nie das Gefühl, und ich war 2015 einige Zeit in Moskau am Carnegie-Institut, Moskau war eine Stadt, wo, wenn man zur Elite gehört hat, dann war das wie New York. Ja, absolut. Da gab es Sushi-Festempfänge, da gab es Jazzmusik, da gab es Galerien, da gab es moderne Kunst. Alles wirkte so wie die Repression, der Krieg, die Verhaftungen, das Ermorden von Dissidenten. All das hat an dem guten Leben der Elite nichts verändert. Und darum sind die Sanktionen so wichtig, weil sie den Druck erhöhen auf diejenigen, die bis jetzt gesagt haben, sie können beides haben. Ja. Nämlich das westliche Leben, die regelmäßigen Wochenenden in der Schweiz, in Frankreich oder in England, aber eben auch die Repression und die Gewalt im eigenen Land. Frau Sasse, Sie wollten gerade, weil gerade Ungarn gefallen ist, ne? 1956, ist da nicht so eine interessante Analogie, mich dieser Tage noch mal damit beschäftigt? Da hat doch auch der Westen vorher klargemacht, wir werden da nicht eingreifen. Wir machen das nicht. Und das ist das, worauf sie sich verlassen konnten. Und darauf kann sich Putin jetzt auch verlassen, faktisch. Das heißt aber, glaube ich, nicht andersrum, dass es eine Alternative gibt, jetzt zu sagen, dass man jetzt militärisch eingreifen würde vor Ort, hätte, glaube ich, katastrophale Folgen. Also ja, mit Sicherheit sind wir uns einig. Ein anderer. Ich wollte noch kurz mal anmerken, dass ich sehe das genauso, dass wenn es Druck auf Eliten gibt, dann kann ein Dissens unter Eliten entstehen und der kann Druck aufbauen. Und ich glaube, das ist ein Teil auch des langen Lernprozesses jetzt im Westen. Man hat zu lange gedacht, man könnte die Gesellschaft mobilisieren oder man könnte durch Verflechtungen mit Russland, auch wirtschaftliche Verflechtungen, Wandel durch Handel, zu Wandel da kommen. Und das wird nicht passieren. Der Druck muss, wenn er überhaupt aufgebaut wird, wird von innen kommen und vermutlich von den Eliten. Und auf die kann man vermutlich auch nur begrenzt, aber kann man etwas Einfluss ausüben. Aber die Vorstellung war, glaube ich, viel zu lange, dass in absehbaren Zeithorizonten ein Demokratisierungsprozess von innen anfangen wird, den man von außen dann unterstützt. Und das ist ganz klar, dass das nicht passiert. Und das System ist so aufgebaut, dass das unmöglich ist. Also trotz dieser Proteste, das haben wir, glaube ich, auch gelernt. Und darf ich noch eine Bemerkung machen? Denn den Ausschnitt der Rede, den Sie gezeigt haben von Putin, bietet eigentlich ein fantastisches Gegenstück zu der Rede, die Selenskyj in der Nacht vom 23. zum 24. Februar gehalten hat, uns ans russische Volk sich gewendet hat. Und darin, da spricht er Russisch, da betont er, dass es viele Verbindungen gibt, dass man sich aber auf einen anderen politischen Weg verständigt hat in der Ukraine. Und es ist genau, es zeigt eigentlich auch, es hält zum einen eine Rede an das russische Volk, was ich einen sehr, sehr gelungenen Schachzug finde. Natürlich wird die Rede nicht oder wurde sie nicht im Staatsfernsehen gezeigt, aber man kann sie finden. Aber sie räumt auch auf mit etwas, was auch in unseren Köpfen, glaube ich, zu lange gedauert hat, dass wir das gemerkt haben, dass es nämlich in der Ukraine nicht um ethnische, um sprachliche Differenzen gibt. Und ein Teil dieser Rhetorik ohne die Massenvernichtungswaffen, was von Putin da spricht, ist leider auch in unserem Denken, glaube ich, recht verankert, dass es diese Unterschiede gibt, dass es eine Diskriminierung von russischsprachigen Menschen in der Ukraine gäbe. Und damit räumt eigentlich diese Rede auf. Und in einem solchen Moment wie diesem kann man das, glaube ich, greifbar machen. Und da haben wir auch, glaube ich, zu langsam über die Ukraine gelernt. Und ja, es ist ein Land, das ist divers. Da leben auch ethnische Russen und Russinnen. Da wird auch Russisch gesprochen. Aber das spaltet das Land nicht. Jetzt noch viel weniger als vor 2014. Ja. Ich muss gerade an Lavrov denken, der irgendwie sagte, die Entscheidung wurde getroffen, eine Militäroperation zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine durchzuführen, damit, und das ist der entscheidende Punkt, die Unterdrückung der befreiten Ukrainer aufhört und die selbst über ihre eigene Zukunft bestimmen können. Ich meine,
die Ukrainer haben schon mal sehr eindrucksvoll über ihre eigene Zukunft abgestimmt. Die haben 1991 schon. Ja, und sie haben 2014 sagten, wir wollen ein eigenes Land sein. Eine Entscheidung getroffen, die sagt, wir wollen Partner für Europa werden. Sie haben sich gegen eine Mitgliedschaft in der Eurasischen Union entschieden. Das war das Ende des Regimes von Janukowitsch. Mhm. Das war der Beginn des Hasses aus Russland. Es war nicht, das darf man auch nicht glauben, es war nicht die NATO. Es war die Entscheidung der Ukrainer für einen Weg in ein rechtsstaatliches, wenn man so will, marktwirtschaftliches System. Ich glaub, die Attraktivität dieses westlichen Lebensmodells, da wollten sie hin. Sie wollten diesen, und diese Entscheidung war es, die dazu geführt hat, in Kombination mit dem Druck, der nach der erneuten Präsidentschaft von Putin auf der Straße in Russland sich ausgetobt hat. Mir haben ja Leute erzählt, dass Putin persönlich beleidigt gewesen ist, dass die Menschen da auf die Straße gegangen sind, wo er doch wiedergekommen ist. Und was die denn eigentlich wollten, die würden doch prima leben in dem Moskau, was sie geschildert haben. Mhm. Und diese beiden Elemente haben dazu geführt, dass er an dieser Stelle gesagt hat, ich kämpfe darum, dieses Einflussgebiet für mich zurückzuholen. Es war unklar, mit welchen Methoden, aber das war der Beginn, die Entscheidung für Europa, für ein anderes gesellschaftliches System als das russische, war die Entscheidung, die letztendlich dazu ihn bewogen hat, diesen Eskalationskurs zu fahren. Es war nicht die NATO. Ja. Ich habe ja, Sie haben es schon angesprochen, ich habe ja 1993, 94 in der Ukraine ein Jahr gelebt. Damals im Wo Westen der Ukraine. Wo war das? In Czernowitz, also Czernivtsi. Eine Stadt, die bis zum Ersten Weltkrieg zu Österreich-Ungarn gehörte, bis zum Zweiten Weltkrieg zu Rumänien. Und das, ich habe jetzt viel darüber nachgedacht, über eines der Hauptargumente auch in der deutschen Debatte, dass ja die 90er Jahre in Russland so schlimm waren, die Kollaps der Wirtschaft, die Oligarchen, die Korruption. Der betrunkene Jelzin, genau, die Mafia. Genau, die Inflation, der Wirtschaft, die Wirtschaftskrise. Und dass deswegen dann Putin kam, irgendwie logisch. Er hat wieder Ordnung hergestellt, er hat den Menschen wieder Mut und Stolz gegeben. Und ich habe zurückgedacht an die Ukraine. All das, was in Russland in den 90ern passiert ist, das habe ich in der Ukraine erlebt. Hyperinflation, Zusammenbruch der Wirtschaft, Kollaps der Strukturen, Oligarchen, Kriminalität. Aber die Ukrainer haben eine ganz andere Schlussfolgerung daraus gezogen. Und noch ein Argument. Warum reden wir eigentlich nicht davon, dass niemand in der Ukraine je das Gefühl hatte, von der NATO oder von der EU eingekreist zu werden? Ja. Die Ukraine liegt an der Grenze zu Rumänien. Die Stadt, in der ich war, war Teil Rumäniens. Niemand in Czernowitz hatte in den 90er Jahren Angst vor Rumänien. Im Gegenteil, dass Rumänien, Polen, die baltischen Staaten zur EU gekommen sind, zur NATO gekommen sind, hatte auf die Ukraine einen unglaublich positiven Einfluss. Die haben nämlich gesehen, in Rumänien, Anfang der 90er Jahre, als man da eine Stunde von der Stadt entfernt über die Grenze fuhr, ein bitterarmes Land, die Straßen wurden verbessert, die Schulen haben sich verbessert, der Lebensstandard ist gestiegen, Bürgermeister und Bürgermeister wurden wegen Korruption angeklagt, es gab freie Wahlen, es gab viele Parteien, der Lebensstandard der Rumänen hat sich verdreifacht. All das haben die Ukrainer gesehen, in Polen, in der Ukraine, in Rumänien, in den baltischen Staaten. Und dann haben sie gesagt, das wollen wir. Es ging nicht um die NATO, es ging darum, dass in der Nacht kein Geheimpolizist mehr kommt, wie in Russland, und Regimekritiker verhaftet. Und das Entscheidende war, Putin kann das nicht verstehen. Er redet von der EU und von der NATO als Gefahr, nicht weil sie eine militärische Gefahr sind, sondern weil sie sein Modell des starken, brutalen Staates, der von Geheimdienstleuten und vom Sicherheitsapparat beherrscht wird. Das stellt natürlich dieses Beispiel dieser Europäischen Union in Frage. Und die Ukrainer haben das gesehen. Das war der Grund für die Proteste 2014. Junge Menschen haben gesagt, wir riskieren unser Leben, damals schon in Kiew. Heckenschützen haben ja die Leute umgebracht im Zentrum. Wir riskieren unser Leben, weil wir wollen das. Und dass die Europäische Union nach 2014 da nicht wirklich mit Mut darauf reagiert hat, als Menschen mit der blauen Fahne der EU neben der blau-gelben Farbe der Ukraine ihr Leben riskiert haben, auch das war ein Versagen. Also wir haben nicht erkannt, dass die wahre Stärke der EU, und das ist ja das Unglaubliche, dass dieses Modell, wenn man es sieht, Menschen inspiriert hat, überall in Mitteleuropa dazukommen zu wollen.
Jetzt haben Sie gerade, das war sehr schön, ein leidenschaftliches Plädoyer für die EU und die Größe und Schönheit dieser demokratischen Idee. Aber andererseits SWIFT. SWIFT, mein internationales Zahlungssystem. Was wir immer wieder hören dieser Tage ist, das müssen wir machen. Da kriegen wir sie. Harte Sanktionen. Und dann nix. Warum, Herr Trittin? Also dem nix würde ich Ihnen widersprechen. Naja. Moment. Aber SWIFT. SWIFT? Ich will Ihre Frage gar nicht ausweichen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass man das komplette russische Parlament, wesentliche Teile der Eliten, Vermögen selbst des Außenministers und des Präsidenten innerhalb der Europäischen Union beschlagnahmt, dass man den russischen Banken keinerlei Zugang mehr zum Finanzmarkt Europa gewährt, dass man das Finanzierungsmodell für Nord Stream, das lief nämlich genau so, ein staatliches Unternehmen holte sich das Kapital von Wintershall, von OMV in Österreich, von ich glaube, Eni aus Frankreich und baute damit. Dieses ist alles künftig verboten. Aus und vorbei. Das ist nicht nichts, wollte ich nur vorweg sagen. Mir ging es nur um SWIFT. Entschuldigung, habe ich nicht präzise ausgedrückt. Die Frage zwischen den USA und der Europäischen Union. Gucken wir uns SWIFT an und was hat das für Folgen? Das, was ich aus den Diskussionen, sind ja alle geheim gelaufen, aber so ein bisschen kriegt man ja gelegentlich mit. Das ist so gut, dass Sie das heute auch hier erzählen dürfen. War die Abwägung zu machen, was heißt das? Wenn ich den SWIFT dient ja dazu, den Zahlungsverkehr auch zwischen Banken abzuwickeln. Genau. Wenn ich Russland davon komplett abhänge, heißt das, kein Russe kann mehr seine Mastercard benutzen, auch nicht im privaten Geschäft, im Laden. Genau. Es gibt keine Überweisungen mehr, weder für diejenigen, die ihre Verwandten, es gibt ja viele Russinnen und Russen auch in Deutschland, die dort Verwandte haben, noch zur Bezahlung zum Beispiel der Rechnung von Kohle, Öl und Gas. So, das sind so diese Argumente gewesen. Hat man gesagt, eventuell muss man das in Kauf nehmen, hat dann aber festgestellt, dass die Ausweichmöglichkeiten, und da spielen die Erfahrungen mit dem SWIFT-Rausschmiss im Iran eine große Rolle, sehr hoch sind. Und sie sind in Russland höher sogar als im Iran, weil es dort ein solches vergleichbares Transfersystem im Nationalen gibt. Die haben ein eigenes System auch. Und die Gefahr besteht, dass die Russen das einfach mit dem chinesischen System kombinieren. Okay. Und auf diese Weise wird zwar 3-4 Monate einen massiven Einbruch in der Wirtschaftsleistung haben, dann aber dieses umgangen wird. Und das war der Grund, warum man gesagt hat, in dieser Abwägung von Eigenschaden, Unschaden und Nachhaltigkeit greifen wir zu den Sanktionen, die da beschlossen worden sind, weil die wirken auf den Finanzsektor mindestens so, auf die Bankensektor und vor allen Dingen wirken sie länger, sie sind nicht einfach zu umgehen. Das war der Grund. Nur ganz kurz, weil es, glaube ich, viele interessiert. Putin und Lavrov haben Sie beide gerade angesprochen, Vermögen im Ausland angefroren. Haben die beiden jetzt Einreiseverbot in der EU? Mit dem Diplomatenpass dürfen sie noch, aber wenn Putin seine Yacht nicht noch bei Blom und Voss liegen hätte, wäre sie weg. Die war sehr schnell jetzt weg. Ne? Ja, er scheint das geahnt zu haben. Okay, aber man weiß, dass das seine Yacht war? Offiziell gehört sie einer staatlichen Firma, aber sie ist immer dort aufgetaucht, wo Herr Putin gerade war, wenn er unterwegs war. Und insofern ordnen unsere oder die Dienste der NATO und der Bundesrepublik Deutschland es ihm zu, dass man diesen Diensten auch nur mit Vorsicht trauen kann, haben sie ja mitbekommen, dass unser oberster Geheimdienstler am Mittwoch von dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine überrascht war und nicht aus dem Land rausfliegen konnte. Also so richtig ist die Prognosefähigkeit des BND noch nicht so entwickelt. Vielleicht sollte man mehr mit den Amerikanern sprechen. Die hatten da ein deutlich besseres Sensorium. Ja, es hat aber auch politische Gründe gegeben. Deutschland war zum Beispiel nicht der Auffassung, dass man einseitig aus der Beobachtermission an der Konfliktlinie sich ausziehen sollte und hat das zusammen mit anderen Europäern gehalten, das ich richtig finde. Obwohl sie die Erkenntnisse hatte, dass die Mission auf sehr wackeligen Füßen steht. Das ist gefährlich. Aber nochmal zurück zu SWIFT. Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang, Frau Kade, möglicherweise die Tatsache, dass ich glaube, europäische Banken insgesamt sozusagen also russische Gläubiger im Gegenwert von ungefähr 50 Milliarden US haben?
Ja, ist natürlich auch ein Riesenfaktor. Also 50 Milliarden, das, weil wir im Moment immer sagen, was ist der Preis sozusagen für die Freiheit? Ich hänge jetzt heute mal ein Preisschild dran. Mhm. Wären es diese 50 Milliarden, müssen Beispiel, wir da sagen? Zum Beispiel, es wäre auch damit zu rechnen, wir können dann ja eben tatsächlich die Energielieferungen aus Russland dann auch nicht mehr bezahlen. Mhm. Das heißt, die kommen dann auch nicht. Mhm. Das heißt, wir müssten uns dann sehr schnell andere Lieferanten suchen, um unsere Energieversorgung zu sichern. Das heißt, dass die Nachfrage steigt, das Angebot ist knapp, der Preis wird also auch steigen. Das ist das zweite Preisschild, das wir dranhängen müssen. Ja, das muss man sich klar machen. Das bedeutet was. An dem Preisschild werden wir übrigens sowieso nicht vorbeikommen. Das ist nur die Frage, wann das passiert. Das heißt, wenn wir tanken, bezahlen wir den Panzer von Putin in gewisser Weise mit. Ich will jetzt nur mal klar sagen, wir werden... Und da muss man sich ganz kurz die Frage stellen, ob, wie lange man das eigentlich noch machen will. Also die Preisschilder sind enorm, absolut richtig. Da müsste man auch, würde ich jetzt mal an den Kanzler adressieren, die Bevölkerung in Deutschland mal darauf vorbereiten, dass wenn wir sagen, wir wollen nicht, das nicht nur bei den 5000 Helmen belassen und auch nicht bei dem, was bisher an Sanktionen beschlossen wurde, die sind ja auch ein bisschen lückenhaft. Die Schweiz ist zum Beispiel nicht bei dieser bei diesem Bankenteil dabei. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor und eine ganz große Lücke, die da ist. Das wird man der Schweiz noch beibringen müssen. Wird also man der Schweiz beibringen müssen, sagt Herr Trittin. Okay. Genau, aber das im Moment ist es eben nicht so. Genau. Wenn man eben sagt, also wir sehen das, wir finden es makaber, wir wollen nicht nur abseits stehen, wir wollen mehr machen, dann muss man auch sagen, dass es eben Geld kostet. Und ich würde auch was machen, was nicht so viel Geld kostet. Was ist mit den Visa? Wenn wir nämlich gerade über die Eliten sprechen und sagen, wir müssen es noch breiter anlegen, wir müssen die Eliten treffen in Russland, damit sie Druck auf Putin machen, dann könnte man sich auch die Visa-Frage stellen und sagen, warum ganz viele Kinder studieren in Paris, es wird geshoppt an der Côte d'Azur, keine Ahnung. In New York, Rio, Tokio. Also das könnte man auch... Das ist ja jetzt auch ein Teil der Sanktionen. Die Perversität, dass wir die Systemträger, also die Eliten, die konnten visafrei einreisen und für jede Studierendengruppe, die wir hergeholt haben, mussten wir einen irren Aufwand betreiben. Ja. Die Studierendengruppe ist jetzt nicht leichter geworden, aber für die ist es schwerer geworden. Bevor Frau Sassel, Sie wollten gerade was anderes noch ganz kurz einen Punkt machen. Zu der Energiefrage sagen. Ja. Weil ich glaube, das muss man auch in aller Klarheit sagen. Mhm. Wir reden ja davon, dass wir 50% zum Beispiel der Kohle aus Russland kriegen. Genau. Wenn wir das nicht mehr wollen, dann müssen wir jetzt, und zwar jetzt anfangen, Kohle anderswo einzukaufen. Weil ich glaube, niemand ist, selbst ein Grüner, nicht der Auffassung, dass wir morgen früh aus der Kohle einfach so aussteigen können. Das heißt, wir müssen diese Kohle zu Weltmarktpreisen in Kolumbien, sind auch nicht so schöne Arbeitsbedingungen, in Australien oder sonst wo kaufen, mit dem Ergebnis, dass in den letzten 2 Jahren sich der Kohlepreis weltweit verdreifacht hat. Wir werden versuchen müssen, das ist gar nicht so einfach, Flüssiggas woanders einzukaufen. Ja. Flüssiggas ist eine knappe Ressource, weil das meiste Flüssiggas ist gebunden durch langfristige Verträge. Okay. Wenn wir frei werdende langfristige Verträge von Katar und anderswo kaufen wollen, werden wir das tun zu den heutigen Preisen. Das heißt, es wird vielleicht nicht so teurer, wie Herr Medvedev behauptete, aber es wird deutlich teurer.